Blätten gibt mir wirklich Kraft. Blätten gibt mir mehr Kraft als Eukalyptusbonbons. Und die geben mir schon wirklich maximale Kraft. Aber Blätten räumt halt den Tank richtig frei. Jansky, was hast du für uns für ein Fest vorbereitet diese Woche? Der Titel ist Kampf um den Titel. Naujuks versus Boosby. Okay, gucken wir. Moin Leute, Nils hier und willkommen zu diesem Video. Was? Nils, der alte sexy Pornobalken? Ui. In der heutigen Folge sieht Dennis Geisterfahrer. Sascha fleht vergebens. Und ich bin bei bester Laune. Ja, das ist ein Kackspiel, Mann! Nils. Gewinnst du da irgendwas durch deinen komischen Superhaken, den du da fährst? Oh Gott. Blätten. Letztens im Twitch Rivals habe ich genau dasselbe gemacht und ich fühle mich schon wieder durch dich wiedergeboren, weil ich in diesen Videos einfach nicht lande, weil ich iRacing fahre. Dankeschön, Blätten. Ja, ich habe genau dasselbe gemacht und es war mir genauso unangenehm und mein Gesicht sah genau in diesem Moment auch aus wie du. Oh no. Ja. Oh, ich hasse Honda. Oh, ich hasse Honda. Oh, ey, aua. Nein, nicht drin. Oh, was macht denn der hinter mir? Hallo, ey. Was ist denn mit euch? Was passiert hier? Sind die live? Oh Gott, der Porsche. Oh Gott, der Porsche. Aua, ich will nicht geschlagen werden. Oh, nein. Ah, ich weiß nicht, wohin. Oh mein Gott! Was passiert hier? Hilfe! Bild? Warte mal, halt Blätten schon. Ach nee, ist ein Cut, okay. Ja, RIP. Ach, Mann. Ach, RIP, Digga. Ja, ich bin mir auch sehr sicher, dass wir dem Jansky heute gar keinen Content liefern, weil wir fahren einfach von Grund auf anständig. Ich glaube, ich bin der vernünftigste von allen hier. Kappa. Oh nein, 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 Es ist auch in Donington, kannst du wirklich, in jedem Rennen macht einer sowas. Wirklich, in jedem Rennen macht das einer. In jedem. Du brauchst einfach nur warten. Hey. Was macht ihr denn hier? Car left. Clear left. Oh. Oh, was passiert die denn? Left, so Alter, clear left. Was ist denn bei ihm passiert, ey? Gebetet, mein Freund. Das war sauber gebetet. Oh nee, oh nee, es tut mir leid, es tut mir leid. Halt doch die Bremse, Mann, fahr mich doch nicht vor die Auto. Gott, ey, es tut mir leid, aber wieso fährt man denn so eine Scheiße? So, jetzt kommt der große Absturz. Nürburgring. Oh. Das kommt übrigens direkt nach Monza Turn 1. Nürburgring Turn 1. Aber eigentlich ist Nürburgring Turn 1 noch viel schlimmer als Monza Turn 1. Nur in Monza Turn 1 kannst du dich hundertprozentig darauf verlassen, dass es scheiße wird.
Also ist es, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert in Monza, ist gering. Auf Nürburgring kannst du dich drauf verlassen. Ja. Du bist so ein... Mann, ich hasse diesen Typen. Er fährt wie die letzte... Da. Das Problem an dieser Aussage ist jetzt gerade, Verzeihung, Sascha, wir haben immer so Videoaufnahmen von dir und ich weiß, das entspricht nicht dem, wie sagt man, dem großen Ganzen, denn die Menge an Rennen, die du fährst, sind prozentual mehr und demnach die Fehler prozentual weniger. Das macht nur immer nicht so einen guten Eindruck, wenn das so zusammengeschnitten ist. Man muss da auch einfach Cordonas mal hier an der Stelle in Schutz nehmen, weil man ist ja immer ein bisschen sauer. Typisch Nürburgring, würde ich sagen. Gut, ich geh auch. Oh. Würde ich auch machen. Würde ich auch machen. Einfach, nö. On your right. Bruder. Clear right. Ich glaube, manche kennen diese blauen Flaggenregeln nicht so richtig. Na, wo soll er denn da hin? Soll er sich wegbeamen? Übrigens, für alle Menschen, die sehr viel ACC fahren, falls ihr irgendwann mal zu iRacing kommen solltet und das ausprobieren solltet, und nicht, weil ich euch bekehren möchte, sondern weil ihr selber Lust habt dazu, weil das überhaupt nicht meine Intention ist, da werdet ihr mal kennenlernen, was richtiger Abfuck mit blauen Flaggen bedeutet. Da werdet ihr das mal so richtig lernen, wie das abgefuckt ist, weil da macht euch kein Schwanz Platz. Weil da ist die blaue Flagge fucking optional. Und mit optional meine ich, dass du deine Plätze erdiven musst, damit du da vorbeikommst. Da kriegst du eine richtige Krise. Eine absolute Krise. Oh ja. Ja, da wirst du wahnsinnig manchmal. So, geh nochmal kurz pullern. Oh, das wird knapp! Oder auch nicht. Oh nee, was, hallo? Ach du Scheiße. Ich hab noch mit Sofa geredet. Ja, blöd, ne? Hoppala. Weißt du, ich hab mit Sofa... Spricht er mit seinem Sofa? Müssen wir uns Sorgen machen? Sascha, müssen wir uns Sorgen machen, dass du mit deinem Sofa sprichst? Ich bin ein bisschen was gefressen. Ich hätte jetzt, glaube ich, noch nicht auf Drive drücken müssen, oder? Seid los, Fosen! Seid los, Fosen! Ja. Ging das Rennen nicht gerade los? Ja, das Rennen ging gerade los. Das ist übrigens auch immer eine Woche, die ich bei LFM geskippt habe nach einem gewissen Zeitpunkt. Wenn ich es nicht geschafft habe, mich in den ersten 5 zu platzieren, bin ich die Woche nicht gefahren. Aus diesem Grund. Nie. Die lasse ich immer aus, die Woche. Ah ja. Oder habe ich ausgelassen. Ah, Dennis ist tot. Oh nein. Ja, vor Dennis. Jo! Ja, hallo! Hat Max umgestellt? Max ist doch... Ist Max umgezogen? Umgestellt? Ist es irgendwas anders? Switchback. Nice. Und er auch. Oh mein Gott. Nein! Nein! Den hat er stabil gemacht. Ja, muss man ihm lassen, war gut. Oh Gott. Oh. Ja. Das war knapp. Kurz, ich hätte jetzt Gumball auf dem Gewissen, weil ich die Wissens. Das war knapp. Jetzt nicht mehr. Digga, Gumball, wo brennst du denn? Ja! Ja, also Max. Jo, Barrier hat ihn getötet. Barrier wieder. Bro, jetzt hast du dich schon 4-mal verbremst. Aber Gumball hat auch früh gebremst. Junge. Ja, Digga, wir werden von unseren eigenen Mates abgeschossen. Perfekt. Jetzt blinkt der Motor. Motorschaden. Echt jetzt? Ja. Karma, würde ich sagen. Was? Wie? Nein. Warum? Ja, Karas Schrott. Nein. Was? Oh. How?
ACC, denn du, wie viele Stunden sind die gefahren? 3? Oh oh. Oh, 2,5 Stunden, Bruder, zur Sicht. Mic check. Boothby needs to win. If he doesn't win, I'm champion. If he wins, I need to be P5, at least. If he wins and I'm P6, George is champion. Oh Gott. TC2 im Ring. Seems good. Das wären ein paar schlimme Runden. Nisnaujoks auf Position 2 und gleich wird das Rennen hier freigegeben. Und jetzt geht's los. Jetzt ist das Rennen eröffnet und Josh Boothby kann sich hier gleich einmal gut positionieren. Nisnaujoks auf der 2, Valentin Paré hier vor Marco Junkers. TC1 im Ring. Wie ein Barrier-Grip. Oh nein, da kommt Regen in 30, scheiße. Ja, Veloce 1, 2 ist natürlich scheiße. Veloce 4 auch scheiße. Veloce 6 auch scheiße. Ja, wie wollen sie das jetzt machen? George ist der langsamste und sie überholen ihn nicht. Das ist so dumm, Mann. Das ist so dumm. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie jetzt halt so einen Train machen, ne? Ja, ja, klar. Und dann mich versuchen, nach hinten durchzuweichen. Ja, genau. Ja, dieses Spiel, was sie jetzt hier spielen, das... Irgendwann knallt's halt, ne? Betrocknen 30, Nils. Alter, ja, was soll ich denn machen? Do it! Yes, you can! Nice. Uh-oh. Ach komm. Und hier George Boothby mit ordentlich mehr Schwierigkeiten als Nisnaujoks. Oh, da kommt er gut durch die Kurven durch. Ja, Alter. Wir haben die gleiche Box, ne? Ich verkacke den Stopp. Ich glaube, ich habe die gleiche Box wie Boothby. Das ist, ey. Ja, ist einfach so. Fahr nicht zu früh nach rechts. Das ist zu weit. Keine Chance. Ja, gemoved. Ja, das ist ein Kackspiel, Mann. Das ist so dumm einfach. Natürlich haben wir die gleiche Box, Mann. Das ist so dämlich. Ja, aber er ist jetzt 5 Sekunden weg einfach. Die anderen sind raus und ich bin auf P6, Gregor. Ja, guck, was ich verliere. Also Nisnaujoks jetzt auf der 5. Position. Boxenstopp bereinigt. Mann, Alter. Das ist so ein Kackspiel. Wir haben 4 Veloces vor mir. Lol, Alter. Und an mir im Regen mit dem Ferrari keine Chance, Alter. Das ist so unfair. McPitted nicht. Dann fahr weiter, fahr lieber weiter. Was? Noch eine Runde. Okay, dann bitte. Meinst du, sie fahren durch? Wird das jetzt ein Liga-Move? So. Super, Nils, auf geht's. Jetzt spann noch mal ein bisschen. Komm, Digga, weg. Piss dich, Junge! Warum fällt er denn? Was ist los mit ihm? Alter, einer will noch ein Held werden hier, oder was? 50 Meter Bord gecrossed. Ne, er ist vor mir noch. Aber er ist nicht Borjardia. Ja. Das ist ja richtig Krimi hier. Ist dein Ernst? Ist dein Ernst? Es ist so dreist. Es ist so kackendreist. Okay, wow. Oh, jetzt verstehe ich das, warum sich letztens darüber aufgeregt wurde. Aber ist ja eigentlich völlig valide, oder? Weil die gehören ja nun mal zusammen in einem Team. Wow, das ist so unfair. Wow, so low, Alter. So low. So Warum? Low. Das ist so low. Das ist so enttäuschend, Mann. Boah, der lappt, Alter. Das geht gar nicht, was der macht. Alter, was macht der? Oh, oh. Alter. Und Nils mit richtig Schwung. Oh! Alter, oh. Rammt mich doch nicht. Jadir! Alter, Freddy. Jadir, er rammt mich. Alter, jetzt geht's los. Okay. Rück mich einfach weg. Will? Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Die machen's, Gregor. Die machen's. Ich sag's ja. Ja, kurz noch ab, Alter. Es ist schon ziemlich dreist, was hier passiert. Wieder ja, vorbei, fair play. Ich, ne? Fair play. Ja. Wie gesagt, alles ist entspannt gemacht. Ja. Come on! Der Sieger in der Pro Series heißt Nisnaujoks für BS Competition. Das war das schwerste Finale ever. GG, oh. I guess. Ja, aber sehr gut gefahren. Also. Jetzt habe ich das auch verstanden, was Andi von mir wollte. Ich habe nur gesehen, dass Nils gewonnen hat. Aber es ist ja eigentlich auch völlig valide. Kann man ja jetzt nicht, wie willst du das unterbieten oder verbieten? Fehler also ich fand das jetzt nicht schlimm, aber ich fahre das ja auch nicht. Also.
Was war das für ein Rennen? Ja, GG. Ja, GG. I need the beer. Can you believe it? My girlfriend drank the beer. My girlfriend drank the beer. You also have a backup, ne? There's one beer in the fridge, she took it. I don't know what's happening this evening. What's there to celebrate? Just drink it. Oh, Nils trinkt Gerold Steiner. Einfach der Mann. Ja. Oh, nochmal ein Blätten. Achso, ist noch eine, ne? Ah, fuck, ist ja noch eine. Hilfe. Oh, nein. Oh. Blätten gibt mir wirklich Kraft. Blätten gibt mir mehr Kraft als Eukalyptusbonbons. Und die geben mir schon wirklich maximale Kraft. Aber Blätten räumt halt den Tank richtig frei. Ah, das ist alles, weißt du, wenn man sich so überlegt. Ich würde mal fast behaupten, Blätten ist auch so seine 2000 Stunden ACC gefahren, dass man nach 2000 Stunden immer noch sowas macht. Aber ich kann dir sagen, selbst nach 5000 Stunden machst du sowas noch. Oh, der gibt mir einfach maximale Kraft, der Junge. Der gibt mir einfach maximale Kraft. Oh, du. Einfach Content-Maschine, ohne Content-Maschine sein zu wollen. Danke, Jansky. Ein Fest.